Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Und heute geht es mal wieder um die Immo-Look Außenkamera mit WLAN-Funktion, Nachtsichtfunktion und Bewegungsmelder. Und die wollen wir uns heute mal in diesem Praxistest uns ganz genau anschauen. Ich habe euch dazu ja schon mal ein Video gedreht, also ein Unboxing-Review-Video. Da haben wir sie uns mal ganz genau angeschaut, sind auf die ganzen technischen Daten eingegangen und auch nochmal die weiteren Bedienungsmöglichkeiten sind wir da durchgegangen. Falls ihr also daran Interesse habt, dann schaut euch das Video hier nochmal vor diesem eigentlichen Video an. Heute gibt es, wie gesagt, den Praxistest dazu. Ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los und fangen direkt an. Wir werden uns hier nochmal kurz zuallererst die technischen Daten uns nochmal grob anschauen, dann nochmal kurz auf die Kamera eingehen und dann geht es auch eigentlich gleich auf den eigentlichen Test über, auf die erste Inbetriebnahme und den Test. Und dann werden wir einfach mal schauen, wie wir die Kamera hier im Grunde auch bedienen können. Falls ihr Interesse an dieser Kamera habt, die kostet roundabout ja, so 40, 50 Euro. Ich werde euch die auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal jetzt auf den Link drauf und dann könnt ihr euch selbst nochmal hier ein Bild davon machen, wie im Grunde die Kamera hier aussieht, was sie für technische Daten hat und auch wie die Bewertungen dazu dann aussehen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Wir gehen mal kurz die technischen Daten durch. Die sind eigentlich hier auf der Rückseite sehr gut erklärt von diesem Karton hier, beziehungsweise auf der Seite. So, wir haben jetzt zum einen eine Full HD Kamera, also 1080p. Der hat hier so einen Terminal Sensor drin, also erkennt hier Wärme von Menschen und löst dann aus. Wir haben also hier dann nochmal einen Motion Detektor drin, also hier ein PER Bewegungsmelder. Der ist jetzt hier auf der Vorderseite drauf. Dann haben wir hier eine Zwei-Wege Audiokommunikation. Da ist ein Mikrofon und ein Lautsprecher verbaut. Wir haben hier, können wir Alarme einstellen, also hier Zeiten variieren. Wir haben hier eine Alarmzone, können also hier zum Beispiel ja sozusagen dann Gebiete markieren, wo im Grunde die Kamera dann auslösen soll und wo nicht. Lautanbindung, wir können eine SD-Karte reintun und haben hier ein NVR-Protokoll, was im Grunde erlaubt, dass wir zum Beispiel auf NAS den Stream dann schicken und dort speichern. Wir haben hier eine Wi-Fi-Connection zum Beispiel noch mit drin, also es funktioniert alles über WLAN. Wir haben dann hier eine 130-Grad-View, Night Vision ist hier mit dabei, also wir haben hier Infrarot-LEDs für die Nachtsicht. Wir haben hier einen mobilen Alarm, also man bekommt hier einen Alarm, wenn sich was tut. Und wir haben hier eine Waterproof, wasserdicht, einen 16-fach digitalen Zoom und Geofencing. So gut, das waren jetzt mal die technischen Daten. Wie ihr sehen könnt, habt ihr hier wirklich sehr viele Möglichkeiten. Hier nochmal das genaue Bild von der Kamera, wie sie dann im Einsatz aussieht. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier die Kamera kurz durch und schauen es hier nochmal an. Also die kommt jetzt so daher, hat ein wirklich super langes Kabel dabei. Hier mit USB wird sie betrieben und da könnt ihr im Grunde hier anhand von diesem Steckernetzteil, USB-Netzteil, das Ganze auch überall dann betreiben. Die Kamera ist sehr kompakt, hat hier eine interne WLAN-Antenne mit dabei, also man erkennt hier nicht direkt auf Anhieb, dass es hier eine WLAN-Kamera ist, was ich auch sehr geschickt finde. Und dementsprechend schön ist auch hier die Optik, wir haben also hier ein sehr schönes Design, was mir auch hier wirklich gut gefällt. Hier haben wir die Kameralinse und den Bewegungsmelder. Hier nochmal die Flutlichtfunktion, also hier nochmal eine sehr schöne LED-Einheit, die alles hell erstrahlt. Wir haben hier ein Mikrofon mit dabei und auf der Rückseite haben wir jetzt hier nochmal einen Lautsprecher. Damit könnt ihr dann im Grunde hier auch mit demjenigen reden, der vor der Kamera steht. Hier nochmal ein Anschluss, um die hier zu fixieren an der Wand. Also ein ganz normales Gewinde ist es hier, so ein Kameragewinde. Sollte also auch kein Problem sein, könnt ihr überall dann verwenden. Und dann haben wir hier im Grunde das Kabel, was rausgeht. Auf der Oberseite haben wir hier nochmal so eine Wartungsklappe und da könnt ihr im Grunde eine SD-Karte einlegen, wo im Grunde hier die Sachen gespeichert werden. Und wir haben hier einen Reset-Taster, da wird im Grunde die Kamera dann zurückgesetzt. Das war es eigentlich auch hier schon. Vieles da nicht mehr zu sagen. Wir haben hier nochmal das USB-Kabel und dann gibt es hier, wie gesagt, noch Montagematerial. Ihr könnt also auch hier das Kabel an der Wand gut befestigen und ihr habt hier nochmal sehr viele Dübel und Schrauben. Da könnt ihr im Grunde hier die Halterung auch überall dann anbringen. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Kamera einfach mal hier an das USB-Netzteil dran und schauen mal, ob sie startet. Und dann werden wir uns mal hier die App herunterladen und uns das mal ganz genau anschauen. So, ich habe jetzt hier eine steckdosen Leiste mal hingestellt und damit können wir es im Grunde dann gleich testen. Wir werden jetzt hier mal kurz einfach das Netzteil mal hier reinstecken, rausholen, reinstecken und dann mal das in Betrieb nehmen. Zuvor werden wir uns mal kurz hier die Anleitung uns durchlesen. Die hole ich jetzt mal kurz raus und dann gehen wir das schrittweise einfach mal durch. Also das ist hier die Anleitung von dieser Kamera und hier wird nochmal ein bisschen was beschrieben. Das haben wir alles schon mal im ersten Video durchgegangen.
werde ich jetzt also hier nicht nochmal separat dann ja, euch zeigen. Wir gehen mal kurz weiter und da können wir jetzt hier schon sehen, wir müssen jetzt also als erstes mal kurz hier die App herunterladen. Da können wir jetzt einfach den QR-Code abscannen, da kommen wir dann direkt auf den Link drauf, wo wir das runterladen können. Und dann werden wir es ja gleich mal kurz installieren. Wenn wir dann hier die App installiert haben, gibt es auf der Rückseite auch einen QR-Code von der Kamera. Und damit kann man dann die Kamera einfach hinzufügen und das sozusagen alles miteinander verheiraten. So, das wäre jetzt hier die App, die Immo Live App. Und die werden wir jetzt mal installieren und uns einfach mal hier einen Account erstellen. Und dann geht es auch schon los. Also ich habe jetzt hier die App heruntergeladen. Hier wird dann nochmal so eine kleine Einweisung dann ja, angezeigt. Intelligente 10 kann man hier zum Beispiel erstellen. Erstellen Sie 10 und steuern Sie mehrere Geräte auf einmal. Wechseln Sie bei Bedarf schnell zwischen den verschiedenen 10 weiter. Hier kann man zum Beispiel einstellen, dass die Geräte automatisch nach Geofencing oder Zeitplan oder von der Erkennung dann aus gesteuert werden. Da gehen wir weiter. Legen Sie fest, wie Sie Geräte verhalten sollen. Wie Sie im Grunde hier, ja, da gehen wir mal auf OK. Erfahrungsstatus, da werden wir jetzt hier später teilnehmen. So, jetzt haben wir im Grunde hier die App drauf und jetzt müssen wir im Grunde hier eins machen. Wir müssen einfach mal die Kamera dann mit diesem Smartphone dann verbinden. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz die Anleitung nochmal durch. Hier steht nochmal einiges drin. Jetzt müssen wir also hier auf jeden Fall mal kurz, ich gehe mal gerade die Anleitung durch, genau, die Kamera auf jeden Fall verbinden und dazu wird man einfach mal hier den QR-Code abscannen. So, er hat jetzt hier die Kamera erkannt. Hier unten steht jetzt die Seriennummer und der QR-Code drauf. Das möchte ich euch jetzt nicht zeigen und jetzt gehen wir einfach mal kurz weiter und werden es hinzufügen. So, jetzt müssen wir im Grunde hier die Kamera einfach einschalten und dazu werden wir jetzt hier einfach mal die Kamera in Betrieb nehmen. Wir werden jetzt also hier mal kurz das Netzteil ganz einfach hier oben reinstecken und dann werden wir natürlich auch hier das USB-Kabel dann damit verbinden. Wir stecken es mal kurz rein hier, gucken mal, dass alles soweit passt. So. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Es leuchtet hier schon mal rot auf. Die befindet sich jetzt also hier im Startmodus. Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis die hier grün leuchtet und dann kann man im Grunde auch schon hier weitermachen. So, jetzt leuchtet sie grün auf. Also wenn sie jetzt grün leuchtet, steht ja schon in der App, müssen wir jetzt hier weitergehen. So, jetzt gehen wir einfach mal hier kurz auf Weiter. So, jetzt wird ihr im Grunde Gerät verbinden. Mit der App ImmoLive können Sie jetzt im Grunde ein temporäres WLAN mit dem Gerät machen. Und hier unten wird das WLAN angezeigt. Wir machen mal hier auf Weiter. Und jetzt wird hier die Verbindung hergestellt. So, jetzt wählen wir hier unser Haus-WLAN aus und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier im Grunde alles eingegeben haben. Die Kamera wäre jetzt verbunden. Jetzt können wir hier zum Beispiel Garage auswählen als Name und dann auch hier zum Beispiel auch eigene Namen vergeben. Ich habe jetzt die Kamera einfach mal Kamera-Hauseingang genommen, weil die jetzt hier draußen drankommt. Jetzt können wir hier die Zeitzone definieren. Da können wir jetzt hier auswählen. Wir haben natürlich hier Berlin-Amsterdam. Unsere Zeitzone, hier nochmal das Datumsformat können wir jetzt auch hier nochmal auswählen. Da können wir jetzt hier das am besten so machen, dass wir jetzt hier genau Tag, Tag, Monat, Monat und so machen. Und jetzt kann man dann hier auf Weitergehen und dann sieht es im Grunde gut aus. So, wo möchten Sie das Gerät verwenden? Haushaltsanwendung, genau, machen wir jetzt hier mal rein. Da gehen wir jetzt dann hier auf Erledigt und dann sind wir hier drin. Jetzt können wir hier den Lautsprecher aktivieren, wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir werden es also hier auf vielleicht später machen. So, die Kamera wäre jetzt hier eigentlich drin und ich denke mal, jetzt kann man uns mal mit der Kamera verbinden. Wir gehen jetzt mal hier kurz drauf und da können wir jetzt auch schon sehen, dass im Grunde hier das Kamerabild dann von meiner Wohnung zu sehen ist. Hier wird auch gleich angezeigt, wir haben also hier schon ein Firmware-Update gefunden. Machen wir jetzt hier mal auf Update und dann machen wir jetzt hier mal genau ein Update starten und werden mal hier kurz die neueste Firmware auf die Kamera drauf machen. So, wir haben jetzt hier die Kamera abgedatet. Ihr könnt schon sehen, wir haben jetzt also hier das Bild. Und da können wir jetzt im Grunde schon sehen, ein bisschen Zeitverzögerung ist da, aber wir haben ja dennoch eine sehr gute und klare Auflösung. Ich werde die Kamera jetzt mal so ein bisschen hinstellen. So, da könnt ihr das auch schon sehen. Und jetzt würde man einfach mal sagen, gehen wir mal hier die verschiedenen Möglichkeiten in der App durch. Also wir können hier zum einen mal ein Foto machen, wir können hier zum Beispiel sprechen. Beim Sprechen, da klicke ich jetzt einfach mal hier kurz drauf, dann gucken wir mal, was hier passiert. Wir heben es mal kurz so hin. Hallo? Könnt ihr mich hören? So, also da kommt jetzt hier ein Ton raus, was ich schon mal sehr gut finde. Da haben wir jetzt die Möglichkeit zum Beispiel, wie gesagt, auch ein Foto erstellen oder auch Aufnahmen dann erzeugen zu können. Wir haben hier eine Sirene. Die Sirene werden wir mal kurz auch ebenfalls aktivieren. Mal gucken, was hier passiert, wenn die Sirene dran ist. Habt ihr schon gehört, die Sirene ist jetzt auch hier aktiviert gewesen. Und jetzt haben wir hier auch gleich mal kurz das Licht aktiviert. Da kann man jetzt hier mal kurz das Licht anmachen und wieder ausmachen.
Also auch hier ist es im Grunde sehr geschickt, sehr praktisch und da habt ihr sehr viele Möglichkeiten. So, das sind jetzt hier die Grundfunktionen der App. Wir haben auch hier noch wahrscheinlich weitere Möglichkeiten. Wir können auch hier zum Beispiel wahrscheinlich in den Vollbild übergehen. Und dann habt ihr jetzt auch hier zum Beispiel die Möglichkeit, die App hier wunderbar im Vollbildmodus dann euch anzuschauen. Da könnt ihr hier nochmal die Kamera sehen, wie das Ganze hier aussieht. Macht auf mich schon einen sehr guten Eindruck, hat eine sehr schöne Auflösung, eine ja, gute Wiedergabe auch von den Farben her und deswegen passt es soweit eigentlich alles. Dann gehen wir noch kurz auf die Einstellungen drauf. Hier haben wir auch verschiedenste Möglichkeiten, nochmal ein paar Sachen einzustellen. Gerätevorschau, Benachrichtigungen. Da können wir jetzt zum Beispiel einschalten, dass hier Benachrichtigungen auf dem Handy ankommen, wenn im Grunde hier jemand vorbeiläuft. Wir haben hier eine Erkennung, die können wir hier aktivieren. Also wir haben jetzt hier die intelligente Erkennung an. Und da kann man noch weitere Möglichkeiten machen. Wir können hier Bewegungsempfindlichkeiten einstellen und auch Co. Den Alarmton können wir auch hier einstellen. Der ist jetzt hier erstmal kurz ausgeschalten. Ist auch vielleicht besser so. Und dann gibt es hier Audiomöglichkeiten, Lautsprecher, lokaler Speicher, Rampenlicht. Kann man auch hier aktivieren. Zum Beispiel hier die Helligkeit können wir einschalten, was ich auch sehr geschickt finde. Und dann gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten. So, jetzt könnt ihr auch hier schon entdecken. Wir haben hier gerade eine Warnung reinbekommen. Also er hat wieder Bewegung erkannt. Und dann schickt uns das gleich mal aufs Smartphone drauf. Und da können wir jetzt hier mal drauf gehen. Da können wir auch hier sehen, wir haben also hier die Hand. Und da wird es im Grunde hier dann angeguckt. Jetzt kommt der Hinweis, dass die Aufnahme nicht gespeichert werden kann. Da müssen wir jetzt den Cloud-Speicher aktivieren oder halt auf der SD-Karte. Wir machen jetzt mal abbrechen und dann sollte es eigentlich auch soweit passen. Ja, liebe Technikfreunde, das soll es jetzt hier mal gewesen sein zu diesem kleinen, aber feinen Praxistest von der Imore Look Außenkamera mit WLAN. Und wie ihr sehen konntet, ist sie im Grunde hier wirklich sehr gut, hat ein tolles Bild, hat eine tolle Bedienung auch von der App her und man kann ja alles relativ schnell einrichten. Ich bin sehr überzeugt, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Sie ist kompakt, handlich und klein und auch sonst hat sie im Grunde hier wirklich sehr viele Funktionen, die mir gefallen, wie die eingebaute Sirene oder halt dann auch das Alarmflutlicht, was im Grunde dann hier bei Bewegung angeht. Also sehr geschickt, sehr praktisch. Falls ihr daran Interesse habt, dann schaut euch mal unbedingt den Link in der Videobeschreibung unten an. Da habe ich es euch verlinkt. Klickt jetzt mal drauf und dann könnt ihr euch selbst mal hier ein Bild von dieser Kamera machen. Das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer gibt es alle Informationen und Links dazu in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch bald wieder. Also bis bald.